Ja, ich begrüße Sie alle zur abschließenden Podiumsdiskussion. Die Teilnehmer des Podiums stellen Ihnen gleich unsere Moderatorin vor. Die Moderatorin stelle ich ganz kurz vor. Catherine Newmark arbeitet an der Freien Universität Berlin. Man kennt sie wahrscheinlich eher durch Reportagen und Artikel in diversen Magazinen, Medien. Beispielsweise ist sie Redakteurin bei Deutschlandradio Kultur oder auch beim Philosophie-Magazin. Catherine Newmark wird das Podium leiten und ich gebe jetzt das Wort ab. Dankeschön. Genau, ich warte noch eine Sekunde. Ja, herzlichen Dank. Jetzt sind wir auch vollständig und ich freue mich sehr auf diese Diskussion mit meinen drei Gesprächspartnern, die ich Ihnen ja wahrscheinlich alle gar nicht so ausführlich vorstellen zu brauchen, nach dem Deck der Vorstandsvorsitzenden des Kommunistischen Verbandes Berlin-Brandenburg, Abgeordnete der Grünen, im Abgeordnetenhaus Berliner davor, genau, 2011, 2014 und jetzt eben der Vorstandsvorsitzende, der wird uns über alle Welt als wunderbaren Ersatz für den leider kranken Michael Schmitz-Rahler haben wir Carsten Frehr, Politologen und Spezialisten für Kirchenfinanzen und Leiter der FOWI, der Forschungsgruppe für Weltanschauung in Deutschland. Und schließlich den Frieden, den ich jetzt wirklich nicht mehr vorzustellen brauche, nachdem er sich gerade eine Stunde lang selber so wunderschön vorgestellt hat, als großer Vertreter der Lebenskunstphilosophie in Deutschland. Und unser Thema, das wir jetzt kurz untereinander mal diskutieren werden und dann auch sehr gerne mit Ihnen, ist die Frage, ob der Humanismus als Leitbild für pluralistische Gesellschaften und ich würde sagen, spontan auch nach dieser Tagung mit vielen Anregungen würde jeder sagen, natürlich, klar, Humanismus. Warum auch nicht, was spräche dagegen, also eine Geisteshaltung, die auch so integrativ sein kann und sein will, was wäre da eigentlich das Problem, das als Leitbild für eine Gesellschaft zu geben? Die Frage, die sich daran anschließen könnte und auch würde und die ich auch gerne diskutieren möchte, ist natürlich die Frage nach dem Leitbild, das ist auch die Frage nach der Organisation, die Frage nach dem Status, den man sozusagen der Vereinigung, der organisatorischen Vereinigung gibt, von humanistisch gesinnten Menschen, aber tatsächlich auch vielleicht als erstes, und vielleicht wäre das meine erste Frage, die Frage direkt an Martin Beck, brauchen Gesellschaften überhaupt Leitbilder? Ist es so, dass wir Leitwerte sozusagen Flöcke einschlagen müssen, die einer Gesellschaft einen Leitwert geben? Würde nicht es auch reichen, wenn wir von einer relativ minimalistischen Basis so etwas wie einen demokratischen Grundkonsens hätten über Gesetzestreue, über so eine Verfassungsgemäßheit? Eine große Frage gleich zu Beginn. Also Leitbilder leiten, Gesellschaft leiten, die so pluralistisch ist wie unsere, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, wenn man sich darauf verständigen würde, wir haben dieses eine Leit, diese eine Leitkultur. Ich glaube, was? Ja, ich habe zugestimmt. Achso, ich dachte, Sie hören mich nicht, okay. Ich glaube, was wir mehr brauchen, ist so eine Fähigkeit zur Kompromisskultur, dass wir in der Lage sind, die vielen verschiedenen gesellschaftlichen Vorstellungen, die wir haben, so zu gestalten, gerade in einer Zeit, wo fanatische Gruppen wieder versuchen, Gesellschaften aufzusplitten, dass man so eine Art Kompromisskultur hat, die zum Beispiel ein Humanismus sein könnte, wo man in der Lage ist, alle Gruppen zu berücksichtigen, allen zuzuhören, die verschiedenen Interessen abzuwägen und dann mit unseren Werten und unseren Vorstellungen, die wir als Humanistinnen und Humanisten haben, da Vorschläge zu machen, die einen Kompromiss bilden können. Verfassungstreue Menschenrechte, Friedenspolitik, Genderpolitik, das haben ganz viele Organisationen, viele Gruppen, auch Religionen haben das meistens in ihren Vorstellungen enthalten. Aber eine Lobby zu schaffen, eine Lobby für, ich nehme jetzt mal zwei Beispiele, die Abschaffung des Staatskirchenrechts oder der Blasphemieparagraf, der ein Gesetz darstellt, woran wir uns nicht so gerne orientieren wollen, wo man für eine Abschaffung arbeitet, das sind Dinge, da könnten wir in der Lage sein, Kompromisse zu bilden, indem man mit anderen diskutiert. Ich glaube nicht, wenn Religionen jetzt wieder Kriege forcieren auf der Welt, Hass säen, dass
pragmatisch, indem wir keine andere Religion gegenüberstellen wollen. Ist es denn so, dass man den Humanismus wirklich als übergreifend begreifen kann? Oder gibt es da nicht natürlich auch gerade Strömungen, die zum Beispiel auch Religion stark kritisch kritisieren und ablehnen, die natürlich dann in gewisser Weise als Weltanschauung auch in Konkurrenz zu Religion stehen? Also wenn ich diese Frage mal weiterleiten darf, inwiefern kann der Humanismus wirklich sozusagen als übergreifendes Konzept gesehen werden? Also ich weiß nicht, ich werde es gerade ganz konkret gemeint haben, aber es gibt natürlich auch einen aggressiven Atheismus. Nur den würde ich nicht zum Humanismus ziehen, weil der Respekt vor anderen Anschauungen, auch vor religiösen, sofern sie nicht fundamentalistisch sind, gehört zu meinem Verständnis des Humanismus dazu. Und das ist ja wirklich die Frage der Pluralität, wo ich mir dann meine Probleme kriege, wenn ich erlebe, wie im religiösen oder, ich sage mal, also die fundamentalistische Ränder den anderen ihre Sichtweise aufzwingen. Konkret ist das Beispiel, jetzt Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid, des gewerbsmäßigen Suizids. Da zwingt eine Minderheit, die Kirchenlobbyisten mit ihren Vergewaltungsvertretern, der absolut nachgewiesenen Mehrheit, der absoluten Mehrheit der Bevölkerung, eine Strafordnung auf, eine Rechtsordnung möglich, die das finde ich intolerant. Und deshalb ist für mich wirklich der Kern, und das finde ich nur eigentlich im Humanismus so klar ausformuliert, das Selbstbestimmungsrecht. Das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, der nun in eingebettet, ich wiederhole es jetzt gerade so tendenziell, was der Hüter sagte, eingebettet in seine sozialen, ökonomischen Züge, wir leben nicht alleine. Auch diese Einsicht, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, ist ja auch schon ein paar tausend Jahre alt. Das ist für mich das Konzept. Und da sehe ich außer Humanismus nicht in Religionen eine Möglichkeit, weil diese dogmatischen Ränder, diese Rückzug auf dogmatische Größen, ich tue etwas nicht, weil ich es will, sondern weil Gott es will, das ist im Humanismus nicht mehr. Meines Erachtens. Auch im Atheismus ist das so im Prinzip ja noch gar nicht möglich, denn um des Atheismus willen ist man, glaube ich, so wieder kein Mensch mehr. Wenn das dann sozusagen das entscheidende Kriterium für Humanismus wäre, dass man einen letztlichen Absolutheitsanspruch an keiner Stelle setzen könnte. Ja, ich würde so sagen, das heißt ja auch die Unterschrift von evolutionären Humanismus, weil das Konzept von Humanismus, das die Stiftung vertritt, ist in ständiger, nicht tagesaktueller, aber in ständiger Bewegung, ständiger Veränderung. Das einzig Gleichbleibende und Beständige ist die Veränderung. Und deshalb ist das, was Julian Huxley 1945 schrieb über evolutionären Humanismus, nicht mehr das, was wir heute unter evolutionären Humanismus insgesamt verstehen. Es hat sich verändert aufgrund unserer Kenntnisse, Überlegungen, gesellschaftliche Beziehungen. Und diese Offenheit, das ist, wir sitzen eigentlich leider ganz klar, aber unterscheiden uns, glaube ich, gar nicht so sehr voneinander. Diese prinzipielle Offenheit und gleichzeitig zu sagen, wir müssen unsere Linie beibehalten, wir müssen trotzdem immer wieder schauen, wie entwickelt sich die Welt, wie entwickelt sich die Gesellschaft und darum müssen wir reagieren. Herr Schmidt, Sie als großer Vertreter der Gelassenheit und bestimmt auch nicht der Absolutheit, wie sehen Sie denn das Verhältnis einer Weltanschauung, die den Humanismus vertritt, die letztlich sehr ehrgebunden ist und in gewisser Weise also so einen Transzendenzanspruch erstmal für sich selber nicht beansprucht, aber doch auch die Möglichkeit, sie ihn zu respektieren, diese Verhältnis zu leben und dem, was Sie ja so stark gemacht haben, jetzt auch in Ihrem sehr schönen Vortrag, dieser individuellen Bemühung, das gute Leben und die Werte. Also was ist da, braucht dieses individuelle Ringen, um sozusagen ein eigenes, gelungenes Leben oder ein schönes Leben, wie Sie das nennen, braucht das in gewisser Weise einen Rahmen, der vielleicht so etwas wie ein Leitrahmen ist, der durchaus sozusagen weltanschaulicher Natur ist? Also aus Grundgründen mag ich den Begriff gutes Leben nicht und gelingendes Leben schon gar überhaupt nicht und glückliches Leben überhaupt gar nicht. Das Leben ist nicht ganz so daran, dass wir glücklich werden, dass wir gelingen. Wozu ist es dann da? Dass wir Erfahrungen machen und Antworten auf die Fragen des Lebens finden, die andere Antworten als die von anderen sind. Und wo sich dann im Laufe der Zeit zeigt, ja, das ist eine gute Antwort, das ist eine schlechte Antwort. Das, was ich mir von
Humanisten wünsche, ist, dass sie Menschen zu verstehen suchen. Also mir wäre ein hermeneutischer Humanismus am liebsten. Das ist ein zu anspruchsvolles Wort, Hermeneutik, als die Disziplin des Verstehens. Wir wollen verstehen, wenn ich da mal wir sagen darf. Wir wollen auch verstehen, was Menschen meinen, wenn sie Religion sagen, wenn sie Gott sagen. Wir wollen das verstehen. Wir lehnen das nicht von vornherein ab. Wir sind nicht die, die eine andere Wahrheit haben, die eine superiore Wahrheit ist. Das wäre gerade nicht humanistisch. Ich bin froh, dass, wie soll ich sagen, dass die Herausforderung von Seiten einer Religion hierzulande und in der westlichen Kultur nicht eine andere Religion entgegengesetzt wird. Gerade nicht von der Religion. Das war nicht ganz selbstverständlich. Das hätte auch anders kommen können, zu sagen, da kommen Attacken, wir fahren Attacken zurück. Diese historische Phase, diese Herausforderung ist überwunden, soweit ich sehe. Es gibt keine ernstzunehmende Bewegung innerhalb des Christentums, die die Attacke gegen den Islam reiten möchte. Und damit ist schon sehr viel aus humanistischer Sicht gewonnen. Aber was noch weiterführen würde, wäre, wenn Sie als Humanisten deutlicher sagen würden, wir sind diejenigen, die zu verstehen suchen. Und zwar auch an diesem für uns runden Punkt. Was ist Religion? Was meinen Menschen, wenn sie von Gott sprechen? Ist das etwas, was in irgendeiner Weise jemals definiert werden kann? Für wie viele Menschen kann das definiert werden? Steckt auch ein ernstes Anliegen, ein ernstes Anliegen dahinter, wenn Menschen so hartnäckig an Religiosität festhalten? Es ist nicht so, dass das eine Verirrung des Menschseins ist, aus meiner Sicht, sondern da steckt das ernste Anliegen dahinter, die Welt, die Wirklichkeit zu öffnen. Hin zu einer Dimension, von der wir alle nicht wissen, inklusive religiösen Menschen, nicht wirklich wissen, was das ist, aber nicht ausschließen können, dass da etwas ist. Also ich wollte zu dieser Frage einspielen, da gab die Frage, für mich nie, habe ich keine gute Assoziation, dass es wie so ein Stern, der am Himmel steht oder was, und der ja, wichtig und mich reichen. Ich würde vorschlagen, stattdessen zu nehmen, wir brauchen einen Konsens. Wir brauchen einen Konsens über die Spielregeln des gesellschaftlichen Diskurses. Und wenn ich das Humanismus nennen möchte, kann ich gerne tun, dann muss ich auch nicht. Weil das ist ein offener Ende. Es zeigt gleichzeitig, wir brauchen in der Gesellschaft einen Konsens, weil sonst verlieren wir den Zusammenhalt. Aber die Spielregeln bestimmen noch nicht die Inhalte. Kann ich auch? Ich wollte gerne auf Herrn Schmidt etwas erwidern, weil wir hatten ja vorhin einen Vortrag gehabt, als es darum ging, wie die Einschätzung des Islam in unserer Bevölkerung ist. Und da haben wir schon gesehen, dass es da große Vorbehalte gibt. Und ich habe da schon die Sorge, dass da aus diesen Reihen bestimmte Attacken kommen könnten, die dann, wie es formuliert wird, zum Schutz des Abendlandes dienen. Da sind durchaus auch religiöse Komponenten dabei sein. Also ich wäre froh, wenn es so wäre, aber ich habe manchmal schon den Eindruck, dass da auch stärker noch polemisiert wird und bewegt wird und inwiefern die Religion einen Beitrag dazu leisten, die Wirklichkeit zu erkennen, darüber streiten wir immer als Humanisten und Humanisten. Und Sie sind ja Anhänger der Philosophie der Lebenskunst, haben Sie ja vorhin so gesagt, und ich glaube, Humanismus, wie wir den definieren, ist auch ein Weg, das Leben zu bewältigen, es ist eine Kunst, auszuwägen, Distanz zu zeigen zur eigenen Position, die wir haben, zu reflektieren und zu gucken, was könnte auch für die anderen sein, wo könnte der Konsens liegen bei uns in der Gesellschaft, mit Christen, mit anderen Religionen, um dann eben nicht, wie viele immer noch denken, was heute auch wieder zum Ausdruck kam in der einen Befragung, die Herr Pollack vorgestellt haben, dass immer noch viele denken, wir sind alles angry assets. So ist es eben nicht, wir können zuhören, wir wollen zuhören, aber Selbstzweifel gehören auch zu unserem Menschenbild dazu. Und diese Selbstzweifel mit einzubeziehen und dann mit unseren Vorschlägen, und ich bin ja hier heute als Praktiker auf die Bühne geholt worden, wurde mir gesagt, da setzen wir halt ganz klar den praktischen Humanismus dagegen. Wir machen Angebote für Menschen, die Bedürfnisse haben, wie sie alle Menschen haben, nach Gemeinschaft, nach Freundschaft, nach Liebe, nach Solidarität.
Qualität und wir versuchen zum Beispiel mit unseren Zeremonien diese Angebote zu verwirklichen, diese Nachfragen zu verwirklichen, damit Menschen eine Möglichkeit haben, eben nicht top-down oder durch Belehrungen oder Gesinnungen, wie es uns auch manchmal unterstellt worden ist, dass wir keine Top-Down-Lehrer sind, sondern dass wir mit den Menschen gemeinsam Dinge entwickeln und nicht nur mit Humanistinnen und Humanisten, sondern auch mit anderen, die vielleicht auch einen positiven Beitrag im Sinne ihres Humanismus leisten wollen. Und wir hatten ein ganz interessantes Gespräch vor einem Jahr mit dem Erzbischof von Berlin, dem Katholischen, und der hat das Gespräch damit eröffnet, dass es doch klar ist, Jesus war der erste Humanist. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Was hat Jesus mit dem Humanismus zu tun, den wir jetzt praktizieren, den wir anbieten? Und dann einen Konsens zu bilden, das ist eine große Herausforderung. Das ist ja übrigens auch ein interessantes Thema, das jetzt auch in der Tagung immer wieder mal so ein bisschen durchgeblitzt ist. Diese Frage, inwiefern das Abendland, das heutzutage christlich-jüdisch oder früher christlich genannt wurde, sozusagen ein humanistisches Abendland ist. Und inwiefern es eben tatsächlich so ist, dass die christliche Religion natürlich auch humanistisch wahrgenommen wird, als humanistisch wahrgenommen wird. Ob sie das seit jeher war oder nicht, ist dann sozusagen die andere Frage. Aber es da, gerade wenn es darum geht, dass man den Humanismus auch als Organisationsform oder so als Alternative etablieren will, nicht ein gewisses Problem da, dass man einer christlichen Kultur gegenübersteht, die sich längst eigentlich schon humanistische Werte zu eigen gemacht hat. Also man steht eben genau nicht einem fanatischen, fundamentalistischen Christentum gegenüber. Mir ist die Frage jetzt nicht ganz klar. Also vielleicht kann ich versuchen, auch was zu sagen. Ich habe jetzt einige Zeit über christlichen Lobbyismus gearbeitet, das heißt über die Verbindung von der Einflussnahme der beiden großen Kirchen in Gesetzgebungsprozessen, die Einbindung, die Formulierung von Gesetzen und so weiter, in einer sehr intransparenten Art und Weise. Und mir ist aber also sehr, sehr klar geworden, wie massiv die Kirchen ihre vorrangigen wirtschaftlichen Interessen in den Parlamenten, in den Parteien massiv vertritt. Also kann ich 10 schildern, da wäre nur noch das Wort widerkräftig war. Und sogar ist diese Form von Lobbyismus der organisierten Kirchen, nicht des einzelnen Christen, sondern der organisierten Kirchen, also von den Berufschristen, wie ich so sagen würde, ist es auch notwendig, dass die Humanisten sich organisieren, um dann zu versuchen, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Also das fällt nicht diesen Leuten zu überlassen, die viele Dinge regeln wollen, oder wenn es ihnen gelingt, so regeln, dass es zumindest mit meiner Vorstellung vom Pluralismus nicht mehr gibt. Also wir haben ja viele Dissense weiterhin mit den Kirchen. Wir arbeiten ja auch als organisierter Humanismus und weisen darauf hin, welche Privilegien immer noch von den Kirchen in dieser Gesellschaft vorhanden sind. Und da streiten wir uns natürlich. Wir haben auch gewichtige gesellschaftliche Debatten, Schwangerschaftsabbrüche. Wir hatten gerade Suizidhilfe, haben wir gerade als Thema gehabt, wo es immer noch geht, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, wo man also dann natürlich wissenschaftliche Belege und so weiter in die Diskussion reinbringen kann. Also es ist ja nicht so, dass wir mit den Kirchen den gleichen Humanismus meinen, sondern da gibt es ja große Gegensätze. Da muss man sich natürlich organisieren, um bestimmte Mehrheiten zu schaffen. Wir haben nur das große Problem, dass die Mehrheiten, die in einer Gesellschaft bestehen, gerade in einer Stadt wie Berlin, wir haben es heute früh wieder dargestellt bekommen, dass die in den Parlamenten bei den entscheidungstragenden Organisationen ganz anders aussehen. Und da müssen wir gucken, durch organisierte Strukturen, es wird immer wieder darauf hingewiesen, sie sind ja nicht so stark auf die Mitgliederzahl, aber wir können mal sagen, unsere Angebote erreichen ja über 300.000 Menschen zum Beispiel in dieser Stadt. Also wir haben eine starke Unterstützung in dieser Stadt, die unsere Werte teilen und die müssen wir mobilisieren, auch für unsere politischen Ziele, aber das ist nicht einfach so leicht, wie es die Kirchen haben, die starke Lobbyorganisationen vor Ort ständig präsent haben, die Büros betreuen können, die im Bundestag eine starke Vernetzung haben, parteiübergreifend zwischen den einzelnen Fraktionen zu bestimmten Themen und wo man dann auch nicht zurückschreckt, wie jüngst bei der Suizidbeihilfe-Debatte, wo dann plötzlich Fraktionsvorsitzende als Christinnen und als Christen da deutliche Empfehlungen Richtung
der eigenen Fraktion gegeben hat, wo man gesagt hat, bei so wichtigen ethischen Fragen sollten doch Gewissensgründe der einzelnen Abgeordneten im Vordergrund stehen, nicht parteipolitische Abwägungen. Und die sind dann doch wieder anders gelaufen, solche Entscheidungsprozesse. Und da können wir aufklären, da können wir arbeiten mit den Organisationsstrukturen, die wir haben. Jetzt sind schon verschiedene Begriffe gefallen dessen, was es gibt, was wenn wir jetzt nochmal zu dieser gesamtgesellschaftlichen Leitbildfunktion zurückkehren oder eben nicht Leitbild, also Kompromisskultur, Konsens über die Spielregeln. Sie haben, das finde ich sehr schön, mit dem erneutischen Humanismus, also diese Vorstellung, dass es eigentlich um so ein Nachdenken, ein Verstehen, ein Versuch, die menschlichen Bewegungen zu verstehen, geht, also was sozusagen das Vereinigende ist, was braucht es, und das wäre jetzt wirklich nochmal vielleicht eine aus der eher gesellschaftlichen Richtung kommende Frage, was braucht denn eine Gesellschaft, also nebst dem, dass es Einzelinteressen gibt, Lobbykämpfe, dass man sich organisatorisch auch wehren kann gegen einzelne Zumutungen, wo man nicht einverstanden ist, was ist denn eigentlich die Grundlage, die eine Gesellschaft braucht, und ich denke, das würden Sie jetzt auch nicht sagen, das ist Verstehen per se. Was ist eigentlich die Grundlage, die einen gesellschaftlichen Zusammenhalt sozusagen herstellt? Wir brauchen eigentlich nur einigermaßen die Übereinstimmung darüber, dass wir uns nicht gegenseitig totschlagen. Das heißt? Ja. Und mehr werden Sie auch nicht kriegen. Denn der Konsens, den Sie sich wünschen, den werden Sie niemals kriegen. Über sämtliche anderen Grundlagen und Grundwerte und so weiter. Auch nicht über die Spielregeln. Wir müssen uns verabschieden davon, dass wir einen 100% Konsens jemals erreichen können. Über auch nur halbwegs anspruchsvolle Werte und Inhalte und Leitbild oder wie auch immer man das nennen mag. Das Einzige, was wir erreichen können, ist eine sehr große Übereinstimmung darüber, dass wir uns nicht gegenseitig durchschaffen. Und zwar aus reinem Eigeninteresse. Das, was wir lernen können aus dem Verstehen wollen des Humanum, das dem Humanismus zugrunde liegen sollte, ein Verstehen des Humanum. Menschen haben Interessen, hatten sie immer und werden sie vermutlich immer haben. Und das minimalste Interesse ist, dass niemand mich mit in meiner Existenz bedroht. Und das kann ich nur erhoffen, wenn ich meinerseits nicht andere in ihrer Existenz bedrohe. Wenn wir das erreicht haben, und aktuell haben wir das erreicht, dann haben wir die Grundlage, wo wir anspruchsvolle Debatten führen können, wie wir es ja auch tun. Und wie ich mir das auch vom Humanismus wünschen würde, ich muss nicht Ihre Hausaufgaben machen, mir ist nur unwohl, wenn ich bemerke, dass Sie sich zu sehr auf institutionelle Auseinandersetzungen mit dem institutionalisierten Christentum einlassen. Soweit ich das hier am Podium höre. Das ist zu wenig für Humanismus. Es muss ein offensiveres Angebot da sein, nicht für die institutionalisierten Christen, sondern für die Menschen in der gesamten Gesellschaft, inklusive der Christen, die sind nämlich zum größten Teil Humanisten, soweit ich sehe. Und die werden sehr empfänglich dafür, gemeinsam über das Humanum nachzudenken. Was ist menschlich? Ist es menschlich, permanent glücklich zu sein, wie Sie das heute von jeder Plakattafel lernen können? Nein, ist es nicht. Da streiten wir darüber. Was ist dann menschlich? Auch unglücklich sein zu können, zum Beispiel. Das sagt heute keiner, obwohl es jeder aus seinem Leben kennt. Aber dieser Streit, der muss nicht zu einem Konsens führen, Herr Gommel. Das ist der einzige Konsens, ist der Nicht-Totschlag-Konsens, und danach ist alles sozusagen freie Wildbahn der Auseinandersetzung. Sie können ja alles, was Ihnen nicht passt, vergeben. Mit welchem Erfolg? Null. Also haben Sie gar nicht die Wahl zu sagen, wir brauchen einen viel umfangreicheren Konsens und alles, was daraus fällt, verbiete ich. Nein, Sie müssen anerkennen, dass es sehr divergierende Interessen gibt, nicht nur zwischen Großmächten, sondern auch zwischen einzelnen Individuen. Über nahezu alles, was menschliches Leben und Gesellschaft ausmacht. Und ich halte es für toll, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass zu uns Menschen kommen aus einem Land, das diesen Grundsatz verletzt hat. Wir bringen uns nicht gegenseitig um. Und Sie sehen, was geschieht, wenn dieser Grundsatz verletzt wird. Dann zerbricht alles und dann geht es nicht mehr um Diskussion.
für über irgendwas an. Geht es um die lange Rettung des Lebens? Also ist das nicht eine banale Zugrundelegung, sondern das ist die existenzielle. Ohne die brauchen wir gar nichts anderes mehr versuchen. Und immerhin, das haben wir noch in dieser Gesellschaft. Und wir sollten sehr viel dafür tun, auch vor allem Kompromisskultur, ziemlich viel Kompromisskultur auch hier, um diese Grundlage zu erhalten. Nur kurz, also vom HVD aus ist es nicht Ziel, einen institutionalisierten Kampf mit den Kirchen irgendwie zu organisieren. Wir sind gerade dabei, ein neues Selbstverständnis zu schreiben. Uns geht es darum, für den Humanismus zu werben, wie wir ihn verstehen, für den praktischen Humanismus. Und wir erwarten überhaupt nicht einen 100% Konsens. Das wäre total langweilig, wenn wir das hätten. Das widerspricht ja auch allen demokratischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo man dann aber über die demokratischen Wege schon zum Konsens gelangen kann. Und wir sind praktisch wieder dabei. Wir haben eine Flüchtlingsnotunterkunft übernommen. Wir arbeiten, sind in der Flüchtlingsarbeit aktiv geworden. Wir suchen ja diesen Weg der Hilfe, der humanitären Hilfe als Anspruch, um den Menschen aber auch einen eigenen Weg in die Gesellschaft dann aufzuzeigen, den sie aber selbst finden müssen. Das muss nicht nur der humanistische Weg sein, aber es sollte ein demokratischer Weg sein, das sollte ein selbstreflektierter Weg sein, das sollte ein Weg sein, der an den eigenen Interessen orientiert ist, an den eigenen Erfahrungen. Und der institutionalisierte Kampf ist ein ganz kleiner Baustein, den man mit einer politischen Lobbyarbeit leisten muss, den man allenfalls noch über die Medien leisten kann. Aber das Entscheidende ist ja, Vorbilder zu suchen, wie können wir mit dieser Vorstellung von Humanismus, die wir praktizieren wollen, mit auch dem diesseitigen Blick auf das Leben, Probleme zu bewältigen und nicht darauf zu warten, dass die Probleme irgendwann, wenn das Leben vorbei ist, vielleicht nochmal ein glückliches Ende nehmen, sondern hier glückliche Momente zu erleben im Alltag und das mit zu organisieren, dafür Hilfen zur Verfügung zu stellen. Dafür sind wir als humanistischer Verband hier fest. Ich würde gerne noch, bevor wir dann auch schon bald fürs Publikum öffnen, diese leichte Hauptrecht ins Verdacht ist, dass es, der haben schon ganz schön geäußert, dass es vielleicht doch zu sehr auch um einen Kampf gegen die etablierten Kirchen geht und zu wenig um ein positives Gegen- oder eigenes Bild. An Sie nochmal weiterleiten zu können. Auch die ganze Wunschrift gemacht, diese Angebote ohne. Wir haben am Standort der Chef von Lisa und Freier, von Herrn Gehrchen, die 10 Angebote bekommen. Sozusagen 10 Angebote an die Menschen, wie wir es probieren aus. Das ist richtig. Aber das kann ich nur für mich selber reden, und auch die Stiftung gesagt. Auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Immerhin schon über 50, wir müssen noch mit dem Mai reden, unterschiedlicher Fraktionen, da gibt es teilweise aber richtig Diskussionen in der Weihwahl. Sondern diese Themen hat zwei Sachen. Das eine ist, als ich anfing, wozu die Themen zu arbeiten, der Staat und Kirche und Vorträge hatte, erlebte ich, dass immer mehr Menschen zu mir kamen, die von sagten, wie schön, dass sie da waren, endlich weiß ich, ich bin nicht allein. Wir haben vor wenigen Jahren die Buskampagne organisiert. Es gibt kaum auch mehr Sicherheit, ganz wahrscheinlich, aber dazu kein Wort. Mehr diese Menschen nach uns kommen, sagen. Prognostisch, und so wie man sagt, prognostisch. Und der Sinn mit dieser Buskampagne, der auch angetreten war, war nur, den Leuten zu sagen: zeigt euch, dass ihr da seid. Bildet Gemeinschaften oder Gruppen für Diskussionen. Weil die Themen sozusagen von der anderen Seite, die werden uns ständig von Füßen geschmissen. Da sind wir sozusagen mit dem Zufall. Ständig darauf reagieren zu müssen, das zu kommentieren und aufzuklären, was da schon wieder gemacht wird und so weiter. Das ist nicht freiwillig, dass wir unbedingt die Religion verfolgen würden. Absolut nicht. Ich meine, Salomon sagt, dass man da jetzt auch keine Religion. Aber wir klären darüber auf, dass 4,5 Millionen auch Steuergelder für diesen Katholikentag in Leipzig bezahlen werden.